Ja, jetzt hört Hallo. Guck mal, das ist Michael Jackson. Stinker, der mit Messer wirft, das ist scheiße. Ich sag ja unendlich Messer, das gibt doch gar keinen Sinn. Natürlich, das Sinn habe ich doch auch immer. So, ich hab's zurückgebracht. Du stinkst. Boah, guckt euch das mal an, das ist voll das Buttermesser, das Geile. Oh, wie riecht denn das jetzt, Mama? Hey, die werfen jetzt wirklich schon mit Messern und Eisenstab. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Afrika. Ein bisschen an Afrika? Da werfen sie auch mit Messern und Eisenstab. Ja. Da gibt's Löwen, die bellen Affen. Was? Was? Gibt's Löwen, die dressieren Affen? Oh, ich hab ne Knarre gefunden, meine erste Knarre. Ich bin so stolz. Ich will auch. Ich hab ne Knarre. Wie geil, mit einem Schuss, die Knarre hat nur einen Schuss. Den hebt ihr was ganz Besonderes auf. Den heb ich mir für Kuschel mal in Mathe. Guck mal hier, in dem Korb gibt's verschimmelte Nahrungsmittel. Oh oh. Ah, ja. Oh, wir laufen ja falsch. Nee. Relativ falsch. Mm-hmm. Ich suche meine Sichel. Wo ist meine fucking Sichel? Die hat der Zombie. Da, guck da. Hier. Jetzt kommt doch, Mann. Hier sind noch ganz viele Zombies, die wollen sterben. Wie ist die denn hier hintergekommen? Ach, das lag an der Gasflasche. Der ist nur an mir vorbeigeflogen, der Zombie. Bam! Das etwas Input. Boah, tot. Yeah. Das etwas inkorrektere Let's Play. Was ist denn so für einer? Ich glaube, ich muss jemand die Schädeldecke massieren. Das sind noch die Nachwehen von der Alien-Entführung, die du hier erlebst. Naja, das macht eine komische Stimme und dumme Sprüche. Guck mal, hier ist Regenbogennebel. Boah, wie geil. Ja! Regenbogen? Oh, schreibe ich. Hier bleib ich ein. Hier bleib ich stehen. Okay, gut. Riecht wie Fuchs in sein Zimmer. Ja. Es riecht irgendwie bunt hier. Duftet nach bunt. So buntes Wetter draußen. Buntes Wetter. Hat hier irgendwas geraucht oder so? Ja. Und was? Nein! Hustenstoff. Boah, die schießen auf uns. Guck mal, der Nebel, der flackert hier voll und... Da flackert doch nix. Der Nebel hat mir zugezwinkert, ich schwör's. Der Nebel war's. Ich kann nichts dafür, der Nebel war's. Der Nebel hat ja in die Brüste gelangt, nicht ich. Du Fockwart. Alter, die schießen da. Ey. Au, warum schießt er mir ins Gesicht? Guck mal, das ist ein Punk. Jetzt lauft er weiter. Oh, du bist ein Durchgang. Fuck, ich bin erschöpft. Fuck, ich bin fuck Blut. Bam, Kopf ab. Oh, ich glaube jetzt mit der Sichel oder so. Ach, deswegen ist das Spiel indiziert. Ah, es gibt alles Sinn jetzt irgendwie. Es gibt Menschen, guck mal, ja. Guck mal, da ist ein DHL-Transporter. Habt ihr euch Knacken geholt? Ich kann die auch noch nicht benutzen. Warum? Ey, da draußen ist ein DHL-Transporter. Ja, die sehen fast genauso aus, gell? Ich bin noch zu jung, um eine Waffe zu benutzen. Hey, hier hat irgendjemand mich angebrüllt. Draußen, hier sind ja draußen noch welche. Ich glaube, es war Kron. Stirb! Das ist eigentlich eine dumme Idee gewesen, meine Sichel auf den Kerl zu werfen. Bitte fall in meine Richtung. Nein! Du
Du bist so schlau. Hier hinten ist er auch nicht. Wo ist denn der Alette-Typ? Egal, ich schmeiß trotzdem mein Zeug hoch, damit er stirbt. Wir kommen wir noch nicht irgendwo hoch. Ah, da oben ist der. Wie kommen wir da hin? Ja, du musst das hochwerfen oder eine Knarre benutzen. Ich hab ihm ein Brecheisen ins Gesicht geworfen, ist der tot. Ja, ich hab ihn ja schon unter Strom gesetzt, aber leider ist jetzt meine Sichel auch weg, ja. Mann, das sah sau komisch aus. Hey, guck mal, hier ist ein Klärbecken, soll ich mal reinspringen? Oh ja, dann mach du mal bitte zu. Kannst du nur verbessern. Hey, das ist ja ganz niedrig, das Wasser, das sah so tief aus. Kannst du noch höher machen. Hier oben auf dem Dach ist doch einer. Oder? So, ach, oder bist du ein Haus? Ein Haus. Sie sehen ein verwirrtes Team. Ah ja, Müsli-Riegel. Ja, es geht nicht. Ach nein, da oben irgendwo auf dem Dach ist noch einer, dann müssen wir auch noch Platz machen. Ja, dann geh doch mal aufs Dach gehen hier rauf. Ich hab sogar eine Knarre mit einem Schuss, ne? Ist geil, oder? Das Blöde ist, da oben liegen meine ganzen Waffen auf dem Dach. Ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Komm mal, hier oben kommt man hin, komm mal hierher. Ja? War bitte Räuberleiter. Ach scheiße. Ja, das habe ich vorher schon probiert, da rutscht man von dem Fass runter irgendwie. Warum rutscht man von diesem Fass runter? Keine Ahnung. Spring mal auf das Fass und ich blockiere dich mal oder probier mal so blockieren. Es geht nicht, ne? Doch, du kommst schon auf das Fass. Jetzt hoch? Ja, aber ich komme nicht da hoch. Du bist Geländer. Du bist draußen gewesen. Ach, schwul. Da muss man doch trotzdem irgendwie hochkommen. Guck mal, hier ist noch was. Ich bin ganz nah dran, aber doch noch so weit weg. Verflucht, ich bin verwirrt. Verflixt und nochmal eins. Knispel, Donner. Donner, Knispel. Donner, Knispel, damit wird der Stimmzettel zum Schmierzettel. Guck mal, da ist eine Leiter. Aber wie kommt man da hin? Da hinten ist eine Leiter, aber da kommen wir gar nicht hin, irgendwie. Donner, Knispel! Für jeden Abgeordneten, nee, für jeden Bonner Bonsai ein Abgeordneter raus. Aber zwei Pfleger kommen mit rein. Wird jetzt die DVU Deutschland für uns. D. Und noch so zwei Buchstaben. Die Dorfdeppen und Versagerunion. Ey, sag mal, sind wir zu blöd, jetzt irgendwie auf das Dach zu kommen? Wir müssen nur den Kerl töten, wir müssen nicht aufs Dach. Ich will aufs Dach. Da kommen wir noch irgendwie hoch, da sind noch lauter Leitern irgendwo. Immer. Guck mal hier, du verlässt den Spiel. Wenn wir den Kerl töten, können wir durch das Haus, dann müssen wir nicht mehr über das Dach. Was war das? Ich bin irgendwie... Versteht ihr? In der Altstadt. Wenn wir den Kerl töten, dann können wir durch das Haus gehen. Der ist hier oben auf dem Dach, den siehst du, wenn du hier auf den Transporter gehst. Ja, wo? Dann gib doch mal was in dein Gesicht. Ich habe aber nur noch eine Sache zu werfen. Da bin ich zu weit weg. Hat irgendwer von euch eine Knarre? Ja, aber die will ich nicht verwenden. Du musst, ansonsten geht's nicht weiter. Ein Kopfschuss. Danach gibt's ganz viele Knarren hier im Haus. Warte mal, komm mal her. Komm mal her. Sammy B. Ich kann die eh nicht verwenden. Warum soll ich sie denn verwenden? Was, der lebt noch? Ja, weil du bist Stufe 12. Ich hab dem ins Gesicht geschossen, der lebt noch. Dann gib mal. Ja, akzeptier mal. Der lebt noch. Ich hab ihn angeschossen, er lebt noch. Hä? So? Ja? Gucken wir mal. Kannst du die benutzen? Ja, ich kann die Knarre benutzen. Yeah. Oh nein, der bringt mich um. Ich bring ihn um. Verreck! Warum hast du so viele Schüsse und nicht nur einen? Tja. So. Wenn wir es drauf haben. Jetzt geht's nämlich hier weiter, guck. Und da gibt's Knarren für jeden. Zuerst.
Du bist schwarz für jeden. Bam! Au, ha, ha, ja, wenn du mir im Weg rumstehst. Bam! Ist tot. Okay, du bist Pistole. Oh nein, 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 ich sterbe. Ah, was ist denn da? Wie viel Schuss brauche ich denn? Ein Magazin für einen Gegner. Ui. Man halt nicht viel aus. Haben wir eine kugelsichere Weste, die man nicht sehen kann? Eine kugelsichere Weste, die man nicht sehen kann? Sie ist doch nicht so weit weg. So. Da, hä? Da waren wir doch eben erst, oder? Wo geht's denn da jetzt aufs Dach hoch? Ja, wo kriegen wir jetzt diese Hämorrhoidensalbe? Wow, da ist einer! Wow, ich habe eine Herausforderung damit abgeschlossen. Wow. Ziemlich episch, würde ich sagen. Schon. Ja, es sind immer noch Gegner. Aber ich habe eine Gasflasche. Die werfe ich jetzt mal hier rein. Hey! Okay. Boah, der hat zum Glück ein Mysteriegel verloren. Tipp, schnapp, tipp, schnapp. Oh, war das knapp, ich wäre fast gestorben. No. Also ich kann keine Pistolenmunition aufheben. Ich auch nicht. Bauplan, Starkstrom. Oh, das ist besser als Zucker. Viel besser. Wo liegt der verdammte Bauplan? Da hinten in der Ecke. Yeah. Wow. Welche Ecke? Das sind nochmal zwei. Baupläne oder Gegner? Da hinten, Gegner. Gegner. Gagner. Starkstrom. Yeah. Hä? Jetzt gibt's du da. Ich benutze die Knarre. Endlich habe ich mal so ein sowas ähnliches wie ich Peter machen kann. Du bist so ein Sack, Mann. Das ist auch geil, ja. Weißt du, was geil aussieht? Toll, wo bin ich jetzt? Das sah auch sehr geil aus. Oh, jetzt darf ich wieder ganz rumrennen hier. Aus nächster Nähe! Du hast nie in den Kopf, verdammt! Und jetzt dreh ich deinen Kopf. Ja! Scheiß Bunker, du! Wie geht's denn da runter? Ach da, ja toll. In die Eier! Gott, was hält der aus? Warte, erst mal. Na, einfach rein. Bam. Ich muss keine Munition sparen, ich bin reich. Ich bin jüdisch. Jetzt besser auf deine Goldzähne aufpassen, mein Freund. Warum denkst du, warum willst du gerne Magneten sammeln? Entferne das Rohr.
Wow. Entferne das Rohr. Wir wollen dein Rohr nicht mehr. Entferne es. Antonio. Hey, Tony. Ah, Tony, du hast die Familie unglücklich gemacht. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. Also jetzt habe ich die Hämorrhoidensalbe vom Antonio. Oh. Hey, der rennt da weg. Skandalös. Ja, ich würde auch wegrennen. Der hat Angst vor dir, Miskian. Guck mal, wie du es aussprichst, wie so ein Alphabet. Miskian. Sonst? Das heißt Kian. Xian, 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 I just worry about pressure. It's too low. Oh, geil, ein Bauplan, Haftbombe. Ich stehe später an dich dran. If we want tap water, we need to close those five hydrants. Bauplan. Guck mal, Fleischköder gibt's als Belohnung. Für eine Haftbombe brauchst du Reiniger, Trab, Lebermann, Armbanduhr, ein Augenbaumesser, ein Messer, ein Küchenmesser, ein böses Messer, ein Tauchermesser, ein Militärmesser oder Gier des Assassinen.